Ja, Leute, vielleicht etwas unerwartet an dieser Stelle von mir. Ist man vielleicht nicht gewohnt, aber ich möchte heute gerne ein Video machen über Serien aus meiner Kindheit. Etliche Serien aus meiner Kindheit. Ich habe mich jetzt mal auf diese beschränkt, weil es eher unbekanntere Serien sind, die vielleicht nicht mehr alle auf dem Schirm haben. Es sind Serien, ihr müsst bedenken, ich bin 25, die vielleicht die Jüngeren unter euch gar nicht mehr kennen. Aber dennoch möchte ich es euch gerne mal vorstellen, damit ihr sie gerne mal anschauen könnt, beziehungsweise um euch einfach mal ein Bild von davon zu machen, denn es gab früher auch sehr, sehr schöne Serien, die leider Gottes vergessen worden sind. Fangen wir mal an mit Immer wieder Ärger mit Newton. Es ist ein Zeichentrick der frühen 90er Jahre, eventuell auch Ende der 90er. Ich stecke da gar nicht mehr so drin, muss ich ehrlich sagen. Es geht um Newton, ein Fisch in einem kleinen Aquarium. Und Newton macht Ärger, weil Newton verändert gerne seine Gestalt und wird dementsprechend auch mal sehr gerne etwas größer und darf natürlich nicht entdeckt werden. Oh wei. Und deswegen versucht tatsächlich zu verhindern, dass das irgendwie, ja, ans Licht kommt, dass er diesen Newton hat. Er hat diesen Newton und es weiß jeder, dass er diesen Newton hat, aber nicht, dass er auf einmal groß wird und dementsprechend so ein bisschen wie der Genie von Aladdin fungiert. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich wollte den gerne mal nachholen, ich wollte den gerne nochmal schauen, so ein paar vereinzelte YouTube-Videos zu Newton, und ich weiß auch gar nicht mehr, ob Ned, ich weiß gar nicht, ich will auch nichts Falsches sagen, ich weiß auch gar nicht, ob er auch mit diesem Newton reden konnte, dennoch konnten wir von diesem kleinen Jungen, war da so ein bisschen verliebt in seine kleine Freundin da, die war gerne mit ihr irgendwie ein Date haben möchte und keine Ahnung, und jedes Mal, so kann ich mich dran erinnern, als er sie dann angesprungen hatte, kam nur habe da raus, und das war immer sehr witzig gewesen. Und mehr kann ich euch tatsächlich gar nicht zu erzählen. Kommen wir mal zu Norman Normal. Eine Superheldenfamilie hat man sich doch schon immer selber gewünscht und man wollte doch schon immer gerne mal Superkräfte selber haben. Ja, dass durch einen Blitz Einschlag in der Satellitenschüssel oder im Haus selber die Familie von Norman Superhelden. Seine kleine Schwester, sogar sein Hund. Und Norman war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht zu Hause. Glaube ich, bin ich der Meinung. Und alle aus seiner Familie haben Superkräfte bekommen. Bis auf den Norman. Der Norman ist halt normal geblieben. Wer hätte es gedacht? Und ja, in dieser Serie begleiten wir den Norman, der ein komplett normales Leben führt und seine Eltern und seine Familie gegen Bösewichte kämpfen, die Welt vor dem Unheil befreien. Und ja, das wäre eigentlich alles tatsächlich. Auch eine Serie aus den 90er Jahren, soweit wie ich das mitbekommen habe. Da seid ihr wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden, aber dennoch ein kleiner Geheimtipp und habe ich früher auch als Kind sehr gerne geguckt. Gehen wir mal zum Monster aus Versehen. Das ist auch eine Animationsserie aus den, ich glaube, ist das, so wie ich das gelesen habe, aus dem Jahre 2000. Und ja, die Serie ist leider nicht allzu gut gealtert. Denn es hat so eine kleine Knetoptik. Also Knetoptik ist so ein bisschen die ersten Animationsversuche. Und sieht dementsprechend nicht mehr ganz so schön aus. Worum geht es? Ein Zauberer, der in einer Kugel gefangen genommen oder verhext worden ist, möchte die Weltherrschaft an sich reißen. Oder möchte generell aus dieser Bubble raus. Und das geht nur mit so einem Diamanten, den er schon seit Ewigkeiten sucht. Der hat so einen Handlanger. Der Handlanger, der erinnert mich so ein bisschen an so einen Hohlkopf. Und die befindet sich dann in so einer Geistervilla im Dorf. Und dort lebt dann
der Geist, ein gutartiger Geist, der dort wohnt und dann belästigt wird. Und dann gibt es noch so ein Zauberbuch wie bei den Gummibärchen und ja, wie der Zufall es so will, wird der kleine Junge verhext, ja, durch einen Zauberspruch und mit dem Kristall in der Hand, durch Manipulation dieses kleinen Gnomes, wird der Junge beim, während er, also der Junge wird halt verhext und wenn dieser Junge jedes Mal niest, verwandelt er sich in so ein blaues Monster und sein Rivale, der Mobber, den, der ihn immer ärgert, der weiß wohl irgendwie von seiner, oder der beobachtet, dass der Junge sich in ein Monster verwandeln kann, aber das sollte natürlich unentdeckt sein, das darf keiner mitbekommen, dementsprechend, wenn er niest, das ist halt das Interessante, verwandelt er sich halt in ein Monster. Und das kann jederzeit passieren und dementsprechend ist das halt so, also so spannend, so cool und dann erlebt man halt immer neue Geschichten und man sieht in jeder Folge halt, wie er zum Monster wird und sich dann irgendwie entweder verstecken muss oder dementsprechend den anderen Leuten einen aufs Maul haut. Und das ist cool, das hat mir damals so viel Spaß bereitet, diese Serie zu gucken. Kennt wahrscheinlich auch nicht mehr viele von euch, dennoch eine Erwähnung wert, meiner Meinung nach. Ja, kommen wir zu einem Klassiker. Einem Klassiker, der momentan wieder auf Disney Plus schaubar ist. Ein Klassiker, welcher aber auch irgendwie vom Erdboden verschwunden ist. Es geht um Goofy und Max. Ja. Max, sein einziger und erster Auftritt in Goofy und Max. Goofys Sohn, der sonst nirgendwo erwähnt wird. Findet in dieser Serie seinen Platz. Es gibt auch einen Film dazu. Kann man, wie gesagt, alles momentan auf Disney Plus nachgucken. Wie früher auch auf Sat.1 oder Kabel 1 oder so, früher am Morgen. Und dementsprechend haben es vielleicht auch nicht viele mitbekommen. Ja, es geht um Goofy und seinen Sohn und um Kater Carlo. Und Kater Carlo hat auch irgendwie einen Sohn. Total merkwürdig, hat man vorher noch nie was drüber gehört, aber in dieser Serie geht es dann halt um diese zwei Familien, die, ja, Goofy so naiv wie immer halt und Kater Carlo verarscht ihn, wo er kann. Und dementsprechend, Goofy ist echt ein cooler Vater, muss ich ehrlich sagen. Also es ist halt wirklich, wie er mit Max umgeht, liebevoll. Und in dieser Serie, ja, geht es halt um Goofy und Max und die erleben halt verschiedenste Abenteuer. Machen halt verschiedenste Sachen zusammen. Und ja, in dieser Serie begleitet man die halt einfach, wie sie Sachen erleben. Und hat mir echt gefallen, das zu gucken. Und ich habe es wirklich auch frühmorgens dann immer sehr, sehr gerne geguckt, weil Goofy hat man so alleine selten zu sich bekommen, muss ich euch ehrlich sagen. Es war immer irgendwie mit Mickey verbunden, tatsächlich. Und das Ganze jetzt mal so, eine Goofy jetzt mal so alleine zu erleben, war schon cool. Ich meine, Goofy als einzelne Person hat mir schon immer sehr gefallen. Ich mochte Goofy schon immer sehr gerne und deswegen wahrscheinlich auch die Zeichentrickserie dazu. Dann habe ich für euch noch die Wochenendkids. Es ist eine Serie, die, denke ich mal, ein paar mehr Leute von euch, oder zumindest aus dieser Liste, denke ich mal, werden wie Wochenendkids die meisten von euch kennen. Lief damals auf Super RTL. Ja. 2007, 2008 oder so in dem Dreh rum, vielleicht auch früher. Zu einer Zeit, wo auch Kim Possible oder sowas geliefen ist. Und das war all noch die Zeit, oder Filmer, das war auch noch die Zeit, in der Togo oder Super RTL noch gut war, meiner Meinung nach. Da liefen wirklich noch gute Sachen, unter anderem wie die Wochenendkids. Habe ich immer dann geguckt, wenn ich Schule hatte und die Wochenendkids liefen immer um 18 Uhr noch was. Und ohne Witz, jedes Mal, als ich es geguckt habe, ich habe es gerne geguckt, weil die hatten halt immer Wochenende oder haben am Wochenende immer Sachen unternommen zusammen, die vier Jugendlichen, um die es da gegangen ist. Und die haben sich am Wochenende immer getroffen und haben immer Sachen zusammen gemacht. Und jedes Mal, als ich es geguckt habe, hatte ich Schule. Und jedes Mal habe ich mich nach den Sommerferien gesehnt. Ich hatte einfach keine Lust mehr, jedes Mal diese Serie zu gucken. Ich mochte die sehr gerne, aber dann im Endeffekt 2-3 Stunden später ins Bett zu gehen. Und jedes Mal, als die Serie geliefen ist, dachte ich so, oh weia, jetzt muss ich bald wieder ins Bett. Und
trotz dieses Aspektes habe ich die Serie geliebt, weil ich einfach die Figuren sehr gerne mochte. Und diese Rothaarige, die mit den kurzen Haaren, die dann da auch, müssen wir mal nachgucken, die da ja, mit Mitglied war. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ja, in die ist man dann auch so ein bisschen verknallt gewesen als Hupala, als 12-, 13-jähriger pubertärender Junge. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und ich fand die irgendwie immer attraktiv. Ich weiß nicht, wie man eine Zeichentrickfigur attraktiv finden kann, aber ja. Unter anderem auch wegen ihr habe ich das geguckt. Nicht wegen der Brillenschlange, nichts gegen Brillenträger. Ich habe selber mal früher Brille getragen. Aber die war alles andere als ansehbar, die mit ihrer Brille. Die sah wirklich auch dementsprechend mit ihrem Kleid auch hässlich. Das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, aber ansonsten eine super tolle Serie, super Spaß gemacht. Ich habe immer was zu entdecken, die haben immer was gemacht und habe ich sehr gerne geguckt. Und ja, das wird es gewesen sein. Das waren so ein paar Serien, die auch eher unbekannter gewesen sind, die ich aber in meiner Kindheit sehr gerne geguckt habe. Ich denke mal, das wird zum Beispiel nochmal einen zweiten Teil geben, wenn ich genug zusammengetragen habe, genug Serien zusammengetragen habe, die vielleicht so ein bisschen in der Versenkung untergegangen sind oder dementsprechend nicht so das große Publikum hätten oder hatten oder mehr Leute ein großes Publikum verdient hätten, dementsprechend es nicht bekommen haben. Ja. Genau, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.